viele von uns, bestimmt nicht alle, aber viele von uns waren schon öfter in Vimaladatta, in unserem Retreathaus im Sauerland. Und ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr da in den letzten Jahren wart, dass wir da einen Stupa gebaut haben. Und viele von uns sind wahrscheinlich auch schon um diesen Stupa herumgegangen, vielleicht in Gehmeditation, haben den umrundet und haben die Botschaft gelesen, die auf diesem Stupa draufsteht. Ja, die Botschaft von Dado Rinpoche. Da steht, auf den verschiedenen Seiten dieses Stupas stehen drei Sätze. Bewahre den Dharma, lebe in Eintracht, strahle Liebe aus. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr das umrundet. Ich finde diese Sätze, die sind sehr tief und die sind sehr schön. Die sprechen mich sehr stark an. Wie oft, wie das so oft ist mit so einfachen Botschaften, da ist vielleicht mehr Tiefe drin, als man so im ersten Augenblick entdeckt. Ja, sondern es sind nicht nur drei beliebige Sätze, die Dado Rinpoche, der Meister, dessen Asche ja auch in diesem Stupa drin ist, einer der wichtigen Lehrer von Sangha Rakshita, in dieser Botschaft, die er formuliert hat, ist eine Menge Tiefe drin. Sie deckt drei Dimensionen des spirituellen Lebens ab. Drei Dimensionen, in denen sich ein spirituelles Leben auslebt. Das erste ist, bewahre den Dharma, ist die Dimension der eigenen Praxis. Ja, den Dharma bewahrt man nicht, indem man ihn in Büchern druckt und in ein Regal stellt, sondern den Dharma als gelebte Praxis bewahrt man, indem man ihn übt, indem man ihn praktiziert. Ja, das heißt, die erste Botschaft betrifft unsere eigene Praxis mit unserem eigenen Geist. Unsere Meditation, unsere Ethik, unsere Übung der Vorsätze, unsere Übung von Geduld und so weiter. Der zweite Satz, Lebe in Eintracht, betrifft eine zweite Dimension von spiritueller Praxis, nämlich unser Praktizieren in einer Gemeinschaft. Wir praktizieren nicht für uns alleine, sondern in einer Gemeinschaft, in der wir uns in Beziehung zu anderen Übenden setzen und zusammen etwas aufbauen, zusammen etwas kreieren, was wir alleine gar nicht könnten. Und die dritte Dimension, strahle Liebe aus, ist die Dimension unserer Praxis, die nach außen führt. Ja, unsere Praxis passiert nicht im eigenen Kopf, nur es hat nicht nur eine Wirkung auf uns, sondern hat, wenn es eine wirkliche buddhistische Praxis ist, immer auch eine Wirkung nach außen, in die Welt hinaus. Und diese drei Dimensionen von Praxis sind für mich immer ganz wichtig. Die tauchen in verschiedenen Listen in unserem System auf. Also zum Beispiel gibt es eine Liste der drei Pflichten eines Ordensmitglieds, die genau diese drei Dimensionen von spiritueller Praxis abdecken. Eigene Praxis, Gemeinschaft und die weitere Welt. Und auch in anderen Kontexten tauchen diese drei auf. Und heute möchte ich mir ganz besonders diese dritte Dimension anschauen. Das heißt, unsere Praxis, die nach außen in die Welt hineinstrahlt, hinausstrahlt. Ja, ich denke, die erste und zweite Dimension machen wir schon ziemlich gut hier. Ja, ich weiß, dass es hier viele Menschen gibt, die intensiv praktizieren, die wirklich an sich arbeiten, vielleicht alle von uns. Und ich glaube, wir sind auch ziemlich gut darin, Sangha zu schaffen, wie man heute sieht. Wir sind so viele hier, wir sind gut darin, zusammenzukommen und als Sangha sozusagen das Beste ineinander hervorzubringen. Aber heute möchte ich mir diese dritte Dimension anschauen, unsere Wirkung in der weiteren Welt. Und vielleicht, ich finde es immer gut, direkt bei den prinzipiellen Sachen erstmal anzusetzen. Worum geht es eigentlich im Dharma? Was ist im Kern, worum es im Dharma geht? Das Eigentliche. Worum geht es euch, wenn ihr euch als Buddhisten betrachtet, wenn ihr Buddhismus übt? Lohnt sich das immer wieder mal zu fragen. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt so sammeln würde, worum geht es euch, wenn ihr praktiziert, dann kämen wahrscheinlich unterschiedliche Antworten. Ja, man kann das in vielen verschiedenen Weisen fassen und formulieren. Aber im Kern, denke ich, ließe sich alles auf eine Grundüberzeugung zurückführen, nämlich die Überzeugung, dass wie wir leben eine Wirkung hat. Mein Handeln und wie ich bin hat eine Wirkung. Ich habe einen Einfluss. Ich glaube, das ist im Kern, worum es im Dharma geht, um diesen Einfluss bewusst zu gestalten, den ich habe. Warum habe ich einen Einfluss auf meinen Geist, auf die Dinge um mich herum? Weil nämlich, das ist eine der absoluten Grundlehren des Buddhismus, weil die Dinge nicht fest sind, nicht vorbestimmt, nicht von irgendeiner göttlichen Instanz so gemacht, wie sie halt sind. Die Welt ist nicht fest und unveränderlich, sondern die Welt ist im Fluss prozesshaft. Sie entsteht von Moment zu Moment neu. Ja, das ist die Lehre vom bedingten Entstehen oder auf Sanskrit Pratitya Samutpada, mit der bestimmt viele zumindest im Ansatz vertraut sind. Das ist die Kernlehre schlechthin des Buddhismus. Die Kernlehre überhaupt, auf die sich alles andere letzten Endes zurückführen lässt. Das heißt, die Dinge sind nicht fest, sie sind nicht unveränderlich, sondern sie sind prozesshaft, im Fluss.
Und diese Prozesse passieren nicht irgendwie. Ja? Es ist nicht, als wäre die Welt irgendwie chaotisch und fließt so irgendwie vor sich hin und ich weiß nicht warum, sondern diese Prozesse folgen bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und buddhistische Praxis heißt im Kern, diese Gesetzmäßigkeiten mehr zu verstehen und mehr intelligenter damit umzugehen, sie intelligenter zu nutzen. Wie zum Beispiel das Gesetz von Karma, dass wir lernen, mein Handeln hat Konsequenzen. Jedes Mal, wenn ich etwas willentlich tue, ob ich es sage, ob ich es denke, ob ich es tue, hat das eine Wirkung nach außen, eine Rückwirkung auf mich. Und je mehr ich diese Gesetzmäßigkeiten verstehe, je mehr ich verstehe, welche Wirkung mein Handeln hat, welche Samen, welche Früchte, zu welchen Früchten führen, desto bewusster kann ich gestalten, welche Wirkung ich haben möchte. Ja, das ist, worum es im Dharma geht. Wir lernen ganz basal, wenn wir anfangen zu meditieren, wenn wir anfangen Ethik zu üben, lernen wir, wenn ich das und das tue, weiß ich aus Erfahrung, kann ich beobachten, führt das zu Unruhe oder zu Begehren oder zu Ärger. Ja, wenn ich das und das tue, dann führt das zu einer Beruhigung, zu einer Entspannung, zu mehr Zufriedenheit. Ja, wenn ich Achtsamkeit übe oder wenn ich regelmäßig meditiere, hat das eine bestimmte Wirkung. Das ist was, das müssen wir nicht glauben, das können wir ganz direkt beobachten in unserer eigenen Übung. Und das ist diese erste Dimension von Praxis, dass wir wirklich beobachten, welche Wirkung haben meine Taten auf mich selbst. Ja, welche Samen sähe ich und welche Früchte ernte ich immer und immer wieder in meinem eigenen Geist, in meinen Geistesverfassungen und damit intelligenter, bewusster umzugehen. Und diese zweite Dimension von Praxis, die Gemeinschaft, ist eigentlich das Gleiche, nur ich weite meinen Kreis von Einfluss ein bisschen auf. Ich bemerke, ich habe nicht nur eine Wirkung auf mich selbst, ich bin nicht nur sehr stark Gestalter meiner eigenen Geistesverfassung, sondern ich habe eine Wirkung auf andere. Und andere haben eine unheimlich starke Wirkung auf mich. Das ist, was wir merken in einem Sangha, in einer Gemeinschaft, was wir auch merken in anderen Gruppen oder Gemeinschaften, in denen wir sind. Wir haben eine Wirkung auf andere und andere haben eine ganz starke Wirkung auf uns selbst. Das heißt, wenn wir den Dharma üben, dann suchen wir uns in der Regel bewusst Menschen, die uns helfen, eine positivere Wirkung zu haben, die auch für uns eine positive Wirkung haben. Und wir bemühen uns, eine positivere Wirkung auf andere Menschen zu haben. Ja, im Sangha heißt das, dass wir uns bemühen darum, in tiefe, positive, heilsame Beziehungen miteinander einzutreten. Ja, wirklich tiefe, bedeutungsvolle Beziehungen einzugehen und in einen Einklang zu kommen. Sangha-Praxis ist eine ganz, ganz starke Praxis. Nicht nur einfach, dass es nett ist, zusammenzukommen in großen Mengen. Wirklich Sangha-Praxis heißt, dass man lernt, sozusagen eine Seite in mir wird zum Klingen gebracht durch eine Seite, die im anderen schwingt. Ich lerne, in Einklang zu kommen mit anderen. Ja, ein Zusammenklingen. Eine sehr starke Praxis. Aber auch damit ist der Kreis meiner Wirkung nicht erschöpft. Das heißt, diese dritte Dimension von Praxis, da guckt man noch ein bisschen weiter. Was für eine Wirkung haben meine Handlungen auf die weite Welt da draußen, die Welt, die vielleicht gar nicht direkt vor meiner Nase ist. Das heißt, es geht eigentlich überall darum zu verstehen, die Gesetzmäßigkeiten, die uns umgeben, die Gesetzmäßigkeiten, die die Wirklichkeit ausmachen und damit klüger umzugehen, zu merken, was für eine Wirkung habe ich. Erstmal auf mich selbst, das ist der engere Kreis, auf andere in meiner unmittelbaren Umgebung und auf die weitere Welt. Und das ist so grundsätzlich die eigentlich buddhistische Sicht von Wirklichkeit. Ja, dass die Wirklichkeit ist ein Gewebe, ein unvorstellbar komplexes Gewebe von einander beeinflussenden und durchwirkenden Prozessen, die alle miteinander verbunden sind. Ein großes Netz, das ist in einem buddhistischen Sutra wird das verglichen, die Wirklichkeit mit einem ganz großen Netz, in dem jeder Aspekt der Wirklichkeit verbunden ist mit allen anderen Aspekten der Wirklichkeit. Und wir sind Teil dieses Netzes. Und jede unserer Handlungen, egal ob das eine Tat ist oder ein Wort, was wir sagen, oder ein Gedanke, den wir denken, jede unserer Handlungen schickt einen Impuls in dieses Netz. Alles, was wir tun, in diesem Moment, während wir hier sitzen, sind wir auch Tunende. Ja, wir handeln jetzt, wir denken. Alles, was wir tun, schickt wie so eine Art Impuls in dieses Netz und wirkt auf unvorstellbar komplexe Weise. Und die dritte Dimension von Praxis heißt, dass wir das mehr verstehen, dass wir mehr verstehen, was für Impulse wir in dieses Netz bedingten Entstehens schicken, welche Wirkung sie haben. Und mehr diese dritte Dimension von Praxis in unser Gewahrsein zu nehmen, heißt, dass wir wirklich ein bisschen unseren Blickwinkel ändern müssen. Ich glaube, fundamental nehmen wir uns als getrennt wahr, insbesondere im Westen.
Ja, wahrscheinlich letzten Endes ist das was Existenzielles für alle Menschen. Aber ich glaube, insbesondere die westliche Kultur ist sehr, sehr individualistisch. Wir nehmen uns in der Regel wahr als abgetrennte Wesen. Ja, ich bin für mich verantwortlich, für das, was ich tue. Und ich nehme mich als ziemlich getrennt von anderen Menschen wahr. Ich habe meine Rechte zu entscheiden, zu tun, was ich will. Ja, ich bin eigenständig. Wir pochen sehr stark auf unsere Eigenständigkeit. Aber Buddhismus lehrt, dass das nicht stimmt. Das ist eine falsche Ansicht. Wir sind verbunden. Wir sind verbunden mit allem um uns herum, mit den Dingen um uns herum, mit den Wesen um uns herum. Verflochten auf ganz vielfältige Weise mit der ganzen Welt. Und um das Bild ein bisschen konkreter zu fassen, ja, was ich jetzt mache, was ich hier tue, hat eine Wirkung auf Menschen auf der anderen Seite der Welt. Was ich jetzt tue, hat eine Wirkung auf künftige Generationen. Ja, es ist also nicht nur ein nettes Bild von Vernetzung, ah ja, und wir sind alle verbunden, und ist das nicht nett, dass wir alle miteinander verbunden sind. Was ich tue, tatsächlich hat eine Wirkung über mich hinaus, über meine Familie hinaus, über meine Freunde hinaus, in der Welt. Eine Wirkung, deren Ausmaß ich vielleicht meistens gar nicht verstehe. Das heißt, um diese Änderung dieser Wahrnehmung zu vollziehen, müssen wir lernen, uns Teil nicht nur von kleinen Gemeinschaften sehen, meine Familie, meine Freunde, mein Sangha, meine Kollegen, was für Systeme ihr sonst noch habt, sondern wir müssen lernen, uns als Teil eines ganz großen Systems zu verstehen, als Teil eines globalen Systems. Ja, wir sind nicht nur Teil einer lokalen Gemeinschaft oder vieler lokaler Gemeinschaften, sondern wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft. Und ob wir nun Metta üben oder Achtsamkeit üben oder Ethik üben, diese Übung betrifft nicht nur mich und meinen engsten Kreis, sondern betrifft diese weite Gemeinschaft. Wie versuche ich, ja, ich versuche nicht nur mein Metta zu üben, sondern globales Metta, globale Achtsamkeit, globale Ethik. Und das hat schon der Buddha gelehrt. Das ist nichts Neues. Ja, das hat der Buddha vor 2500 Jahren genau so gelehrt. Heute sagt man ja manchmal so aus wissenschaftlicher Sicht, so die Systemtheoretiker sagen, der Schlag eines Schmetterlingsflügels an einem Teil der Welt kann durch komplexe Prozesse auf der anderen Seite der Welt einen Orkan auslösen. Ja, das hat der Buddha so nicht gesagt, aber im Grunde genommen hat er mit Pratityasamutpada genau diese Gesetzmäßigkeiten beschrieben. Ja, dass alles, was wir tun, diese Impulse aussenden und Wirkung haben. Aber heute ist es noch so viel offensichtlicher geworden als zur Zeit des Buddha. Die Welt ist so viel kleiner geworden. Wir sind richtig eng zusammengerückt. Die internationale Vernetzung ist unglaublich stark. Ja, wir kennen alle diesen Begriff der Globalisierung, aber wir sind ganz eng zusammengerückt mit anderen Teilen der Welt, viel enger als zur Zeit des Buddha, noch viel enger als zur Zeit des Buddha. Und es ist faszinierend, wenn man überlegt, mit welchen anderen Menschen und Teilen der Welt wir schon zu tun hatten, bevor wir heute Morgen um 10 Uhr hier angekommen sind. Ja, so eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, nach Duschen und so weiter, ist, dass ich mir diese Jeans angezogen habe. Und ich sehe hier noch eine Menge andere Jeans im Raum sitzen. Ich habe mal geforscht, was denn so alles zu einer Jeans dazu gehört. Das ist jetzt in dem Fall ein Jeans des Modell Levis. Das habe ich jetzt nicht. Das Schnittmuster wurde in der Schweiz gemacht und wurde an eine Konfektionsfabrik auf den Philippinen geschickt. Die Baumwolle kommt aus Kasachstan. Dort wurde sie geerntet und nach China verfrachtet. Dort wurde sie versponnen zu Fäden, zu Baumwollgarn. Von dort wurde es weitergeschickt auf die Philippinen, wo das gefärbt wurde mit Indigo, was aus Deutschland oder der Schweiz kommt. Die Knöpfe und Nieten, die verarbeitet wurden, kamen aus Italien. Und nachdem auf den Philippinen das Gröbste zusammengenäht wurde, wurde es zur Endverarbeitung nach Griechenland geschickt und dort fertiggestellt. Ja, also allein schon die Länder, mit denen wir zu tun hatten, als wir heute Morgen diese unschuldige Tat begangen haben, eine Hose anzuziehen. Dann haben wir vielleicht Kaffee getrunken. Ja, der kam vielleicht aus Brasilien oder Nicaragua oder Tee, der kam aus Indien. Vielleicht habt ihr ein Butterchen gegessen, bevor ihr herkamt. Wahrscheinlich kam das Brot, das Getreide für das Brot, was ihr gegessen habt, hier aus der Region, zumindest aus Deutschland, aus Mitteleuropa. Vielleicht habt ihr auch Nutella auf dem Brot gehabt. Ja, meine Kinder essen sehr gerne Nutella. Was in Nutella an Welt steckt, ist unglaublich. Der Zucker kommt aus Brasilien. Der Kakao kommt aus Nigeria. Das Palmöl wurde in Malaysia angebaut. Die Haselnüsse kommen aus der Türkei. Das Vanillin aus Frankreich,
Die Verpackung kommt wieder aus ganz vielen verschiedenen Ländern, damit will ich euch nicht langweilen. Nur die Milch und einige kleine Teile der Verpackung sind tatsächlich von regionalen Herstellern. Also als ihr heute Morgen euer unschuldiges Nutella-Brot gegessen habt, hattet ihr schon Kontakt mit großen Teilen der Welt. Und wenn wir jetzt noch überlegen, dass wir ja einen Teller hatten und einen Becher, aus dem wir getrunken haben, die vielleicht aus China kamen, dass wir einen Wecker hatten, der uns geweckt hat, der vielleicht in Taiwan hergestellt wurde, dass unser Wasser für den Kaffee ja im Wasserkocher gemacht wurde, der wieder aus irgendwelchen anderen Teilen der Welt kam, dann können wir uns vorstellen, dass als wir hier ankamen um 10 Uhr, unsere Handlungen schon tatsächlich eine konkrete Verbindung mit dem größten Teil unseres Globus hatten. Ja, wenn wir wirklich überlegen, dass wir vielleicht im Auto gekommen sind, all die Teile, wo kommen die her, das Material für die Reife und so weiter, haben wir wahrscheinlich tatsächlich den ganzen Globus heute Morgen schon in gewisser Weise berührt, durch einfach die Weise, wie wir leben. Also unsere Welt ist so eng wirtschaftlich verflochten, dass sowas Simples wie Nutella zu kaufen oder einen Wasserkocher zu kaufen oder eine Jeans zu kaufen, ganz konkrete Auswirkungen auf Menschen auf der anderen Seite der Welt hat. Ganz konkrete Auswirkungen. Was ich tue, hat in viel unmittelbarer Weise weitreichende Konsequenzen als vor 2500 Jahren. Selbst der Buddha hat Pratityasamutpada in dieser weiteren Dimension gelehrt, aber es ist noch viel offensichtlicher geworden. Das heißt, mit jedem Ding, was ich kaufe, finanziere ich eine unglaublich große Menge an Prozessen, an Abläufen, unüberschaubare Mengen von Abläufen, die ich finanziere jedes Mal, wenn ich etwas bezahle, jedes Mal, wenn ich etwas kaufe. Ja, zum Beispiel, wenn ich eine Jeans kaufe, dann finanziere ich mit, dass da eine Frau sitzt in einer Fabrikhalle auf den Philippinen, vielleicht 17-stündige Arbeitsschichten hinter sich hat zu einem minimalen Lohn. Ich finanziere mit, dass der Mann, der die Färbemittel hatte für meine Jeans, ungeschützt gearbeitet hat, mit hochgiftigen Chemikalien hantiert hat und weil die Jeans nicht zu teuer werden darf, das ungeschützt gemacht hat und wahrscheinlich gesundheitliche Schäden davon trägt. Ich finanziere mit durch den Kauf dieser Hose, dass die Baumwolle in Kasachstan produziert wurde und Baumwollanbau braucht unglaublich viel Wasser. Kasachstan ist ein trockenes Land. Die Baumwolle für eine Jeans benötigt etwa 6000 Liter Wasser. Das sind ungefähr 30 Badewannen voll, die dazu beitragen, dass in Kasachstan Flüsse verlanden, Seen verlanden und Ökosysteme sich nachhaltig ändern. Und ich meine, das weiß ich nicht, wenn ich meine Jeans kaufe. Ich brauche eine Hose. Meine letzte Hose ist ausgeleiert. Ich brauche einfach eine Hose und ich gehe in den Laden und kaufe mir eine Jeans. Ja, ich will nichts Böses. Ja, ich will nicht, dass jemand ungeschützt mit giftigen Chemikalien hantiert. Ich bin ja kein böser Mensch. Ich bin Buddhist. Ich praktiziere Ethik. Ich meine das ernst mit Metta. Ich will nicht, dass jemand sich vergiftet, damit meine Hose schön blau ist, ohne zu teuer zu sein. Ich will auch nicht zur Zerstörung eines Ökosystems beitragen. Keiner von euch will das. Davon bin ich fest überzeugt. Aber durch den Kauf dieser Hose, und das war eine billige Hose, durch den Kauf dieser Hose habe ich in gewisser Weise dieses System mitfinanziert. Ich habe sie mitgetragen. Zwar unwissend, aber trotzdem hatte ich eine Wirkung. Mein Kauf hatte diese Wirkung, auch wenn ich unwissend war beim Kaufen. Und das ist etwas, was sehr ernüchternd ist und sehr erschreckend, wenn man darüber nachdenkt. Mit jedem Euro, den ich bezahle, mit jedem Euro, den ich ausgebe, finanziere ich eine bestimmte Art von Welt. Und ich mache mir selten Gedanken darüber, ob das die Art von Welt ist, die ich eigentlich haben will, die ich da finanziere. Na, mit jedem Einkauf sage ich, ja, so wie das hergestellt ist, das will ich haben. Das ist, was ich haben will, zu dem Preis. Also ich möchte, dass es so hergestellt wird. Unwissend. Aber das ist, was ich sage. Mit jedem Euro, den wir ausgeben, geben wir eine Stimme ab für die Art von Welt, eine bestimmte Art von Welt. Und dass das mit Ethik zu tun hat, ist wahrscheinlich offensichtlich. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich habe schon begeistertere Blicke bei Vorträgen gesehen. Ich dachte schon, dass das ein unbequemer Vortrag werden könnte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wette, hier haben ein paar Dutzend Leute gedacht, oh Gott, das ist mir zu kompliziert. Ich habe keine Zeit, mich mit all diesen Sachen zu befassen. Woher soll ich wissen, wo die Hose herkommt? Ich brauche eine Hose. Wo soll ich mir denn die Hosen kaufen? Kann ja nicht nackt hier ankommen, oder? Oder vielleicht haben auch manche von euch gedacht, das ist mir zu kompliziert. Ich beschäftige mich lieber mit dem Dharma. Ich möchte einfach den Dharma üben. Das reicht doch wohl.
Lacht nur. Ich bin sicher, dass etliche von uns das gedacht haben. Und ich bin sicher, dass ich das viele, viele Male gedacht habe. Ja, boah, nee, der Dharma, schon schwer genug. Für all den anderen Kram habe ich echt keinen Platz mehr. Aber mal ehrlich, können wir sagen, ich beschäftige mich mit dem Dharma, ich will lieber Metta üben, aber mich interessiert nicht, welche Wirkung meine Kaufentscheidungen auf andere Menschen haben. Ja, das ist nicht logisch, oder? Können wir nicht wirklich sagen. Eine unserer Grundpraktiken ist die Metta Bhavana. Ja, wahrscheinlich jeder, der hier sitzt, hat die Metta Bhavana schon viele, viele Male geübt. Manche von uns vielleicht erst seit Wochen, andere seit Jahren und einige seit Jahrzehnten. Ja, wir bemühen uns wirklich, Metta zu entwickeln. Und im 5. Abschnitt strahlen wir dieses Metta auf alle Lebewesen. Und vielleicht denken wir den Satz, mögen alle Lebewesen glücklich sein. Wir spüren, wie wir wirklich allen Lebewesen auf dem ganzen Globus wünschen, dass sie glücklich sind. Können wir gleichzeitig sagen, boah, war es mir jetzt echt zu kompliziert nachzudenken, wie es denen geht, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe? Das Metta-Sutta, ihr kennt wahrscheinlich auch alle das Metta-Sutta. Wir rezitieren das heutzutage nicht mehr ganz so oft. Früher haben wir das öfter gemacht. Manchmal so Texte, da denkt man, habe ich schon so oft gehört, aber da ist unheimliche Tiefe drin in dem Metta-Sutta. Und ein kleiner Abschnitt, den wir alle kennen, mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Was es auch an Lebewesen gibt, ob stark, ob schwach, ob groß, ob klein, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, ob sie geboren sind oder einer Geburt zustreben, mögen sie alle glücklich und sicher sein. Berührende Worte. Aber haben wir wirklich darüber nachgedacht, was das tatsächlich bedeutet? Ja, wie stark, schwach, groß, klein, sichtbar, unsichtbar. Was sind denn unsichtbare Wesen? Irgendwie so durchsichtig? Vielleicht irgendwie so Geistwesen? Irgendwie so Feen oder Devas? Ich denke, was wahrscheinlich gemeint ist mit unsichtbaren Wesen, sind die Wesen, die für uns nicht sichtbar sind, weil sie unseres Blickes enthoben sind. Die Frau in der Fabrik auf den Philippinen ist für mich unsichtbar. Die sehe ich nicht, wenn ich mir die Hose kaufe. Ja, ist nicht, dass die mir egal ist, aber ich sehe sie einfach nicht, weil sie nicht vor meiner Nase ist. Wenn die vor meiner Nase säße und ich würde sehen, wie die ausgebeutet würde, würde ich bestimmt nicht diese billige Hose haben wollen. Aber diese Frau ist für mich unsichtbar. Ja, fern oder nah, ob sie geboren sind oder einer Geburt zustreben. Offensichtlich sind hier nicht nur die Menschen gemeint, die hier schon leben, sondern auch künftige Generationen. Ja, das alles ist in einem Text drin, der 2500 Jahre alt ist. Ja, mein Metta gilt Menschen, die ich sehe, und auch Wesen, die ich nicht sehe, weil sie weit entfernt sind. Also gilt auch, mein Metta gilt auch den Wesen, die noch ungeboren sind, die aber ganz klar unter den Folgen zu leiden haben werden von meinen Entscheidungen heute. Starke Worte, wenn man wirklich darüber reflektiert. In der Puja, ja, wir enden die Puja mit dieser wunderbaren, mit diesen wunderbaren Versen zur Abgabe der Verdienste. Ich liebe diese Verse. Wir sagen, dass wir mein Leben, meine Besitztümer gebe ich bedenkenlos hin, um das Heil aller Wesen zu bewirken. Wie die Erde und alle Elemente, so möge auch ich das werden, was alle Wesen erhält, die der ganze Weltraum birgt, solange noch nicht alle in Frieden sind. Das sind so starke Worte, so schöne Worte. Aber setzen wir das um in Erkenntnis real existierender Zusammenhänge? Oder belassen wir es auf einer emotionalen Wohlfühlebene von, ah ja, alle Wesen, nett. Manchmal, ich weiß nicht, bestimmt gibt es hier manche, die für die das zutrifft. Manchmal haben Buddhisten das Gefühl, dass sich gesellschaftlich oder sogar politisch zu engagieren unspirituell sei. Ja, eigentlich, wir praktizieren spirituell und all diese weltlichen Belange, ja, das ist nicht unseres. Das ist eine Ablenkung vom spirituellen Leben. Ja, wir lesen vielleicht keine Zeitungen, wir informieren uns nicht, weil wir uns wirklich auf das Wesentliche beschränken, das spirituelle Leben. Aber muss das so sein? Heißt, spirituell zu praktizieren, auch, dass wir uns von weltlichen, vom Verständnis der real funktionierenden Welt entziehen. Also zumindest unser Lehrer Sangharakshita sieht das nicht so. Er hat einen Vortrag gehalten in den 80ern, als das Thema Atomkrieg ein ganz wichtiges Thema war. Und in dem ist es ein ganz interessanter, netter Vortrag, wo man denkt, ah ja, Atomkrieg ist jetzt nicht mehr so ganz aktuell vielleicht. Vielleicht ist es auch aktuell. Aber viele der Sachen, die er sagt, lassen sich auch übertragen auf andere aktuelle Problematiken, wie die Klimakrise.
Und in diesem Vortrag beschreibt er, dass der Buddha selbst keine Berührungsängste hatte mit Politik, mit Politikern. Er hatte keine Berührungsängste mit Machthabern. Er ist mit Machthabern ins Gespräch gegangen, hat Einfluss genommen. Er hat sich darin nicht verzettelt, aber er hat durchaus nicht gescheut, Einfluss zu nehmen. Sangharakshita beschreibt in diesem Vortrag ein Ereignis im Leben des Buddha, wo ein Krieg drohte zwischen zwei Fürstentümern. Und der Buddha selbst persönlich eingeschritten ist, persönlich dahingegangen ist, um diesen Krieg in letzter Minute zu verhindern durch sein persönliches Eingreifen. Und Sangharakshita schreibt in den Zusammenhang, hier geht es wie gesagt um Atomkrieg, er sagt, es gibt viele Wege, wie wir Druck auf eine Regierung ausüben können, damit sie Schritte zum Abbau der Atomwaffen unternimmt. Wir können auch sagen, damit sie Schritte für mehr Klimaschutz unternimmt. In parlamentarischen Demokratien wird es möglich sein, Druck auszuüben, indem man jeder Partei oder allen Kandidaten, die sich nicht eindeutig dieser Arbeit verpflichtet haben, seine Stimme verweigert. Außerdem kann Druck ausgeübt werden, indem Parlamentsmitglieder beharrlich in Anspruch genommen werden, durch Vorlage von Petitionen, durch öffentliche Versammlungen, Märsche und Demonstrationen, durch Fasten und Mahnwachen, sogar durch Love-ins und Be-ins. Solche ähnliche Mittel sollten der Regierung ganz klar machen, was die Wähler wirklich wünschen. Das heißt, wir können uns nicht dahinter verstecken, zu sagen, unser Lehrer hat uns gesagt, wir sollen uns auf unsere Meditation konzentrieren. Er hat durchaus gesagt, gesellschaftlich, sogar politisches Engagement ist Teil unserer Praxis, ist ein Ausdruck unserer Praxis. Wir brauchen uns davor nicht zu fürchten, brauchen keine Berührungsängste zu haben. Und ich erinnere mich an ein Seminar von 2007, ein Seminar, was ich gemacht habe mit Subhuti. Und da kam Sangharakshita für so ein paar Stunden dazu und hat Fragen und Antworten. Also wir haben die Fragen gestellt, er hat die Antworten gegeben. Und das Thema des Seminars war Ambedkar und die gesellschaftliche Dimension von Buddhismus. Und ich habe mir damals notiert ein paar Sachen, die Sangharakshita gesagt hat, die mich echt nachdenklich gemacht haben. Weil er sagte wirklich, er ermutigte Ordensmitglieder, Leserbriefe an Zeitungen zu schreiben. Und er sagte, ich hatte mir das aufgeschrieben danach, ich hätte gerne, dass wir uns mehr im Politischen und Sozialen engagieren. Und in Bezug auf die weitere Gesellschaft sagte er, und das weiß ich noch, da kann ich mich echt erinnern an den Moment, weil er sagte das mit richtiger Überzeugung, das waren starke Worte, das kam mit viel Gefühl. Er sagte, wir müssen da rausgehen in die Welt und wir müssen den Kampf der Ideen gewinnen. We need to win the battle of views. Wir sollten dem intellektuellen Diskurs mehr beitreten. Das fand ich echt interessant. Also deswegen, ich bin davon überzeugt, dass die Frage, welche Welt ich mit meinen ganz alltäglichen Entscheidungen helfe zu erschaffen, auch eine spirituelle Frage ist. Im Kern eine spirituelle Frage ist. So, die Frage ist, wie kann ich mein Bewusstsein für solche größeren Zusammenhänge schärfen? Ja, wie ich schon sagte, die Wirkung meiner Kaufentscheidung, wenn ich einen Kaffee kaufe oder eine Jeans oder einen Wecker, die sind nicht unbedingt sichtbar für mich. Das heißt, zwei Sachen sind wichtig. Das erste ist eine Bereitschaft, mich zu informieren. Ja, mich nicht auf mein Privates zurückzuziehen, sondern wirklich bereit zu sein, mich zu informieren. Und natürlich braucht man dann ein gesundes Maß. Wir können uns auch völlig verzetteln und nur noch irgendwie Recherchen betreiben über irgendwelche Produkte und uns mit nichts anderem mehr beschäftigen. Da braucht man natürlich ein gesundes Mittelmaß. Aber auch das andere Extrem ist nicht hilfreich, die Decke über den Kopf zu ziehen, zu sagen, das ist mir zu kompliziert, ich will das nicht wissen. Willkürliche Unwissenheit ist eine Form von Verblendung. Und wie man diesen mittleren Weg finden kann, könnt ihr, wenn euch das interessiert, heute Nachmittag mit Tharachitta erforschen. Wir werden heute Nachmittag verschiedene Workshops haben und Tharachittas Workshop befasst sich genau mit der Idee, wie gehe ich mit Informationen um und wo ist der mittlere Weg zwischen vielleicht Informationswahn und Informationsverweigerung. Aber Information reicht oft nicht. Ja? Es gibt so viele Sachen, die wir wissen. Ja, wir alle wissen, wie es mit dem Klima steht, so grob. Irgendwie setzt uns das trotzdem nämlich wirklich in Gang, unser Verhalten zu ändern. Und was dazu noch hinzukommen muss zu Information, ist Imagination, Vorstellungskraft. Zahlen und Fakten berühren unser Herz nicht, die verändern unser Verhalten nicht. Wir müssen diese Zahlen und diese abstrakten Informationen übersetzen in Bilder, in Dinge, die wir uns vorstellen können, damit wir Mitgefühl empfinden können. Ich muss mir die Wesen vorstellen können, um die es geht. Ja, ich muss mir den Kaffeepflücker vorstellen können, der dadurch, dass ich ein bisschen mehr Geld für meinen Kaffee bezahle, weil er aus Fairtrade
Anbau kommt, dass er dadurch seine Kinder zur Schule schicken kann. Ich muss mir wirklich Bilder vorstellen können von diesem Mann, von diesen Kindern, für die das einen Unterschied macht, von dieser Näherin. Ja, ich weiß schon lange, dass Käfighaltung von Hühnern grausam ist, das wissen wir alle. Aber irgendwie muss man sich's vorstellen können. Ja, und ich kaufe zwar schon lange keine Eier mehr aus konventioneller Käfighaltung, aber ich kaufe Kekse. Ja, und in Keksen sind Eier drin. Und die Eier, wenn jetzt nicht Bio-Kekse sind, kommen auch aus Käfighaltung. Und dann stehe ich manchmal vor dem Regal und ich weiß, meine Kinder lieben Kekse. Und nein, ich habe keine Zeit, zum Bioladen zu fahren. Kaufe ich sie jetzt oder kaufe ich sie nicht? Und manchmal hilft es mir. Ich habe mir mal einen Schuhkarton angeschaut. Ja, Käfighaltung, dann hat ein Huhn ungefähr den Platz eines Schuhkartons. Ich muss dann vor diesem Regal in meinem Supermarkt stehen und mir einen Schuhkarton vorstellen und ein Huhn, was in diesem Schuhkarton ist. Und da merke ich, nee, ich kaufe die Kekse doch nicht. Ja, aber ich muss mir das vorstellen können, weil sonst denke ich, oh, das wird jetzt zu kompliziert. Ich muss meine Vorstellungskraft pflegen und nutzen. Okay, wie könnten wir die fünf Vorsätze üben in diesem breiteren Gewahrsein? Wenn wir dieses breitere Gewahrsein allmählich entwickeln, allmählich mehr pflegen, wie würde das aussehen in unserer Übung von Ethik? Ich denke, das ist die grundlegendste Übung überhaupt. Ja, wenn wir überhaupt uns als Buddhisten betrachten, dann üben wir die fünf Vorsätze. Ich habe Vertrauen, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, wirklich die fünf Vorsätze üben möchte. Das ist was, was ich als Vertrauensvorschuss von jedem von euch habe. Aber wie würden wir diese fünf Vorsätze üben, wenn wir nicht nur an die unmittelbaren Folgen denken, die wir sehen können, sondern an die weiteren Folgen, global? Also der erste Vorsatz, der Versuch, nicht zu verletzen. Eine der Sachen, die wahrscheinlich passieren würde, wenn ich versuche, den ersten Vorsatz zu üben mit diesem breiteren Gewahrsein, ist, dass ich mir ein bisschen mehr Gedanken mache über die Produktionsbedingungen vieler Artikel, die ich kaufe. Und dass ich zumindest da, wo ich die Wahl habe, versuche, Dinge zu kaufen, die ethischer produziert sind. Oft ist die Welt unüberschaubar komplex, aber es gibt heute doch etliche Dinge, die man aus fairem Handel beziehen kann. Mein Leben ist ziemlich voll. Ich habe keine Zeit oder ich nehme mir die Zeit nicht, in x verschiedene Läden zu fahren, muss ich persönlich sagen. Aber mein Supermarkt ist inzwischen richtig gut bestückt. Ja, ich kaufe für 5 Personen ein. Ich mache 2 große Einkäufe pro Woche und bin froh, dass ich alles aus einem Laden bekomme. Aber es gibt da inzwischen sehr viele Produkte aus fairem Handel. Wir haben Bananen aus fairem Handel, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Honig, inzwischen sogar Blumen mit einem Fairtrade-Siegel, die man einfach im Supermarkt kaufen kann. Und nicht alle dieser Produkte, aber viele davon sind zum Beispiel von der GEPA. Und die GEPA ist eine besonders alte und seriöse Organisation von fairem Handel, die auch höhere Standards anlegt, als die, die man braucht, um dieses Fairtrade-Siegel zu bekommen. Und ich habe für mich zum Beispiel ganz einfach diese Grundsatzentscheidung getroffen, da wo ich diese Alternative habe, da möchte ich sie auch nutzen. Ja, da, es gibt keinen Grund, warum ich den billigeren Kaffee kaufe, wenn der andere daneben steht und ich weiß, was das für einen Unterschied macht. Und dann denke ich manchmal, oh, das ist teuer, ja, wir haben nicht so viel Geld, wir müssen schon echt aufs Geld achten, aber ich versuche meine Vorstellungskraft zu nutzen. Ja, ich versuche wirklich, wenn ich vor den Bananen stehe, mir vorzustellen, ja, diese anderen Bananen, diese Billigbananen aus Mittelamerika, die sind so billig, weil die mit unglaublich viel Pestiziden behandelt werden, die aus Kostengründen aus dem Flugzeug ausgebracht werden. X-mal pro Jahr werden Pestizide über diese Felder versprüht und die Arbeiter sind dem schutzlos ausgesetzt. Und ich weiß, dass das zu Krankheiten führt, dass das zu kranken Kindern führt, dass Kinder schon missbildet zur Welt kommen, dass es viele Totgeburten gibt oder Kinder, die schon zur Welt kommen mit schweren Hautkrankheiten in diesen Gebieten, wo diese Menschen einfach diesen Pestiziden ausgesetzt sind. Und wenn ich mir das vorstellen kann, dann merke ich, ich habe keine Lust mehr auf billige Bananen. Esse ich lieber weniger Bananen und gebe ein bisschen mehr Geld dafür aus. Ja, dann ein anderer Bereich ist Schokolade. Bananen, die habe ich schon lange, dass ich die nur noch verkaufe, aber bei Schokolade gestehe ich, nicht wegen mir, aber die Kinder lieben bestimmte Marken. Ich habe da natürlich nicht so ein Problem mit. Aber es war sehr hilfreich, auch einen Dokumentarfilm zu sehen, den vielleicht etliche von euch auch gesehen haben, weil er auch viele Schlagzeilen gemacht hat vor ein paar Jahren. Schmutzige Schokolade über die Hintergründe von Kakaoanbau weltweit. Und es ist nicht schön, was man da erfährt, wie Kakao produziert wird. Große Teile der herkömmlichen Kakaoindustrie arbeiten mit Kindern. Ja, da werden Kinder eingesetzt, kleine Kinder, die mit scharfen Macheten
für die Ernte eingesetzt werden. Und es gibt eben Aufnahmen mit versteckter Kamera, wo man sehen kann, dass solche Kinder teilweise verschleppt werden, in Sklaverei ähnliche Zustände gebracht werden, um als billige Arbeitskräfte in diesen Kakaoplantagen zu arbeiten. Ja, wenn ich mir das vorstellen kann, wenn ich mich daran erinnere, fällt es mir leichter, den doch höheren Preis für die fair gehandelte Schokolade von der GEPA zu bezahlen und das Gemaule meiner Kinder auszuhalten, weil sie eigentlich andere Marken leckerer finden. Also lasst uns die Möglichkeiten nutzen, die uns offen stehen. Und es gibt heute wirklich Möglichkeiten, ethischer zu konsumieren. Noch nicht bei allen Produkten, aber lasst uns da anfangen, wo es geht. Ein anderer Bereich, an den wir oft nicht denken, ist, jeder von uns hier hat wahrscheinlich ein Bankkonto oder sogar mehrere, mindestens ein Girokonto. Viele von uns haben wahrscheinlich auch Geldanlagen. Und viele von uns machen sich wahrscheinlich nicht so viel Gedanken, was mit dem Geld passiert, was wir da abgeben. Ich weiß nicht, ob Leute so naiv sind wie ich, vermutlich. Aber manchmal stellt man sich vor, ja, man gibt sein Geld so bei der Bank als so wie so ein Sparschwein. Die bewahren das für einen auf. Da ist es sicher. Und irgendwie, wenn das mehrere, ne, größere Geldanlagen, die vermehren sich sogar, weil Geld arbeitet ja, wissen wir ja, Geld kann ja arbeiten und sich vermehren. Aber fragen wir wirklich, wieso? Was passiert mit unserem Geld, was wir da auf dieses Girokonto oder auf dieses Sparkonto oder in die Wertpapiere, was wir da investiert haben? Möchten wir wirklich wissen, was dieses Geld tut, während wir es da der Bank zur Verfügung gestellt haben? Vielleicht wird es in Atomwaffen gesteckt. Gut möglich. Blühende Industrie. Vielleicht wird es in Kinderarbeit gesteckt, in Gentechnik. Ja, kann sein, dass wir zu Hause begeistert und leidenschaftlich Vegetarier sind, vielleicht sogar echt daran arbeiten, vegan zu werden und dabei unser Geld einer Bank geben, die im großen Stil in Tierversuche für Kosmetik investiert. Und das sehen wir nicht. Deswegen haben wir ein reines Gewissen, weil wir es nicht sehen. Aber das ist eine der wirklich einfachen Dinge. Ja, es ist wirklich komplex zu versuchen, ethischer zu leben. Aber das ist eines der wirklich einfachen Dinge, die man tun kann, mit einer sehr, sehr großen Wirkung. Einfach unsere Bank zu wechseln. Es gibt inzwischen in Deutschland 4 empfehlenswerte ethisch wirtschaftende Banken. Das ist eine richtig große Auswahl. Die bieten oft die gleichen oder sehr ähnliche Konditionen wie herkömmliche Banken. Man kann sich wahrscheinlich mit Geldanlagen da keine goldene Nase verdienen. Aber man kann es tun. Ja? 3 dieser Banken bieten auch Girokonten an. Und das hat eine große Wirkung. Ja, wir sind vielleicht nicht reich, aber wir alle haben ein bisschen Geld an diesen Banken. Dieses Geld wird investiert. Und ich habe jetzt mal geguckt, zum Beispiel meine Hausbank, die GLS, nochmal genau geguckt, nach welchen Kriterien wählen die aus, wo die ihr Geld investieren. Die schließen bestimmte ethisch problematische Geschäftsfelder von vornherein aus. Sie haben da eine detaillierte Liste, was sie ausschließen, Investitionen in Rüstung, in Embryonenforschung und vieles andere mehr. Sie schließen auch bestimmte kontroverse Geschäftspraktiken aus, wie zum Beispiel, sie investieren nicht in Firmen oder in Länder, die Menschenrechte verletzen. Sie nehmen keine Wertpapiere von Staaten, die Todesstrafe haben. Oder keine Investitionen in Unternehmen, die Kartellbildung fördern. Und sie schließen Devisenspekulationen aus. Das heißt, unser Geld wird nicht so verwendet für Geschäfte, die zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte führen, die wieder unglaublich viel Leiden hinter sich zieht. Und wer mehr darüber wissen will, kann in den Workshop von Nagadakini heute Nachmittag gehen, die zu diesem und auch zu anderen Themen mehr Informationen geben kann. Und natürlich gibt es noch viele andere Felder im Bereich des ersten Vorsatzes. Vegetarismus ist eine Praxis, über die wir viel reden. Veganismus ist ganz stark im Kommen und wird hier auch in unserem Zentrum wird viel drüber gesprochen. Ich finde das wunderbar, dass es da eine Bewegung gibt, mehr hin zu Veganismus in unserer Gemeinschaft und in der Welt überhaupt. Okay, der zweite Vorsatz. Nicht Gegebenes nicht zu nehmen. Wie würden wir das üben? Nicht Gegebenes nicht zu nehmen, wenn wir ein bisschen unsere Perspektive erweitern. Was offensichtlich ist, ist, dass unser westlicher Lebensstil zu einer Ausbeutung unseres Planeten führt. Das ganze Thema Nachhaltigkeit kommt da rein. Nichts Neues. Ich weiß, wir alle haben das oft gehört. Aber das Metta-Sutta lädt uns ein, Metta für die geborenen und die noch nicht geborenen Wesen zu üben, für die, die einer Geburt zustreben. Was für einen Planeten überlassen wir unseren künftigen Generationen? Manchmal stelle ich mir vor,
Und das finde ich unbequem, wie vielleicht meine Enkel mich in einigen Jahrzehnten fragen, was? So und so hast du gelebt damals, aber du musst doch gewusst haben, worauf wir hinsteuern. Das, wusstet ihr das nicht? Und ich weiß nicht, was ich sagen werde. Ich sage, irgendwie wusste ich das schon, irgendwie, aber irgendwie haben die das alle anderen auch so gemacht und irgendwie wusste ich auch nicht so richtig, wie wir das ändern sollen. Und ja, werde ich meinen Enkeln in die Augen gucken können. Ja, wir alle wissen um Klimawandel. Wir alle wissen um die schädlichen Folgen durch unser maßloses Verbrennen fossiler Brennstoffe. Warum fällt es uns so schwer, unser Verhalten zu ändern? Was könnten wir tun? Also ein erster Schritt könnte sein, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck berechnen lassen. Es gibt inzwischen etliche Webseiten, die das anbieten. Dauert nicht so lange. Eine Stunde, zwei Stunden. Kann man einfach mal durchrechnen lassen, was ist meine persönliche CO2-Bilanz? Wie viel CO2 emittiere ich im Laufe eines Jahres? Und zu sehen, wo sind Möglichkeiten, das zu reduzieren? Wo kann ich da was ändern? Wieder ein echt simpler Schritt, der keine halbe Stunde kostet, ist zu grünem Strom zu wechseln. Ich hoffe, dass die allermeisten von uns hier, wahrscheinlich sind die meisten von uns hier Vegetarier, ich hoffe auch, dass die meisten von uns inzwischen ihren Strom von einem Ökostromanbieter beziehen, und zwar von einem echten Ökostromanbieter, also nicht von der grünen Linie eines normalen Anbieters, sondern von einem Anbieter, der wirklich auf nachhaltige erneuerbare Energien umgeschaltet hat und nur diese fördert. Kostet uns eine halbe Stunde Arbeit, kostet uns unter Umständen noch nicht mal Geld. Ja, ich habe das gestern wirklich, weil ich nichts Falsches sagen wollte, nochmal geschaut. Sowohl der Tarif, den ich zu Hause habe, als auch der Tarif, den wir hier haben, bei wirklich hochwertigen ökologischen Ökostromanbietern, ist noch günstiger als der RWE-Standardtarif. Ja, also das ist kein Grund. Eine halbe Stunde. Was für eine Wirkung. Ja? Vielleicht fällt es uns schwer, unser Auto mehr stehen zu lassen und weniger zu fliegen. Aber indem wir einfach nur unseren Stromanbieter wechseln, haben wir schon so eine große Wirkung. Tag für Tag wird der Strom, den wir verwenden, dient dazu, erneuerbare Energien zu fördern, statt Atomkraft und Kohlekraftwerke. Es gibt erste Ansätze, dass es auch für Gas ökologische Anbieter gibt. Wir sind gerade hier im Zentrum dabei zu untersuchen, ob wir, und weil wir mit Gas hier heizen, ob wir umschalten können zu einem ökologischen Gasanbieter. Aber das ist noch in den Kinderschuhen. Aber das sind Dinge, die sollten wir fördern. Da gibt es Initiativen. Es wäre schön, wenn wir die fördern könnten. Und natürlich die ganze Frage, unser Leben, wie viel fahren wir Auto, wie viel fliegen wir? Fliegen wir in Urlaub? Muss das sein? Wollen wir das? Was könnten wir reduzieren? Oder vielleicht, wenn wir uns tatsächlich entscheiden, zu fliegen in Urlaub oder für unsere Arbeit, können wir vielleicht den CO2-Ausstoß kompensieren. Auch dafür gibt es inzwischen seriöse Angebote, wie wir, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen, die wirklich schlecht sind, weil sie sehr stark CO2, emittieren, können wir das kompensieren, indem wir, das sind also, wenn ihr das nicht kennt, das sind Anbieter im Internet und die sind auch zertifiziert und seriös, wo man zum Beispiel sagen kann, ja, ich habe mich entschlossen, nach England zu fliegen. Das ist der und der Flug mit der und der Maschine. Und die berechnen sozusagen, wie viel CO2-Ausstoß damit verbunden ist. Und in rechnen aus, ich habe das gestern ausgerechnet, Flug nach England und zurück sind, wären 9 Euro, die ich bezahlen würde als CO2-Kompensation. Und dieses Geld wird in Klimaschutzprojekte investiert, die praktisch die gleiche Menge an CO2 wieder binden. Zum Beispiel in Aufforstung oder in Ländern der dritten Welt in Umschaltung von Kohleöfen auf nachhaltigere Öfen. Also praktisch das CO2, was hier emittiert wird, wird an anderer Stelle wieder eingespart. Das könnten wir machen. Und natürlich die Dinge, die wir alle wissen, aber wahrscheinlich unterschiedlich, ganz oder halbherzig umsetzen. Wie kaufe ich ein Lebensmittel? Ja, also ich weiß, ich bemühe mich seit Jahren, halbwegs regional einzukaufen. Ja, ich kaufe keine Äpfel aus Chile, wenn es Äpfel aus Deutschland gibt und so weiter. Und ich hoffe, dass viele von euch das auch tun. Aber manchmal ist man auch, hat man auch so blinde Flecken. Also mir war zum Beispiel immer klar, ich würde
natürlich jetzt an Weihnachten keine Erdbeeren kaufen. Ich meine, das mache ich nicht. Ne? Also ich habe hier ein ökologisches Gewissen, das mache ich nicht. Bis Nagadakini freundlicherweise, unbequemerweise mich letzten Frühling darauf ansprach, dass Tomaten im Winter in Deutschland auch nicht wachsen. Das wusste ich natürlich. Ist ja nicht, dass ich blöd bin, aber irgendwie, ne, man hat ja so seine Kategorie beim Einkaufen. Also das mache ich nicht. Ne? Also ne, Trauben kaufe ich nicht im Winter, die kaufe ich nur zur Saison, aber ne, Tomaten kaufe ich das ganze Jahr. Da bin ich ist immer schon so gewesen. Und sozusagen zu registrieren, hey, Tomaten, Treibhaus, das ist richtig. Ja, das ist klimarelevant. Will ich das wirklich? Ist das okay? Möchte ich das? Der dritte Vorsatz, auch ein Riesenfeld. Der Vorsatz von Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Ja, offensichtlich ist das ein großes Arbeitsfeld für uns Buddhisten, dass wir versuchen, unseren Konsum zu drosseln, dass wir versuchen, zufriedener zu sein. Ich denke, wir alle üben das im gewissen Maße und ich denke, wir alle haben auch noch Spielraum, das intensiver zu üben. Wir widerstehen da, wir müssen sozusagen, wir haben den gesamten Wind der gesellschaftlichen Kräfte gegen uns in dieser Sache. Ja, der Trend der Gesellschaft ist konsumiere, 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 mehr, immer schneller. Und dem zu widerstehen ist nicht leicht, aber wir können uns gegenseitig auch dabei bestärken. Früher waren Möbel etwas, was man sich für sein ganzes Leben angeschafft hat. Und es gibt keinen Grund, warum ein solider Holzschrank nicht ein ganzes Leben, vielleicht sogar noch bis in die nächste Generation halten kann. Ich habe einen Schrank, den hatte meine Oma, als sie eine junge Frau war. Und ich liebe diesen Schrank, weil er diese Geschichte hat. Heutzutage sind aber Möbel mehr sowas, was man so jahreszeitlich wechselt, fast schon. Ja, so wechsel deinen Stil, ne? Zeig der Welt, dass du einen neuen Stil hast, richte dich neu ein. Wir kennen alle diese verlockenden Angebote. Wollen wir da mitmachen? Ja, müssen wir diesen Ideen uns unterwerfen, dass unsere Einrichtung alle aus einem Guss sein muss und stilvoll? Oder da dürfen Sachen auch nicht passen und einfach länger da stehen bleiben? Wie viel Kleidung brauche ich? Ich vermute, dass alle von uns, vielleicht insbesondere die Damen, mehr Kleiderschrankplatz haben, als stringent notwendig wäre. Ja, wie viel brauche ich wirklich? Technik, Gadgets, ja? Wann habt ihr das letzte Smartphone gekauft? Gibt es noch Leute ohne Smartphone hier? Ja. Leistet Widerstand, ich habe auch noch keins, ich will keins. Meine Eltern wollten mir eins zu Weihnachten schenken, ich habe gesagt, ich will keins. aber ne, das ist so eine Verleitung, das neueste Gadget, das neueste elektronische Spielzeug. Muss das sein? Muss das sein? Wollen wir das? Ist uns klar, was die Wirkung davon ist, dass wir so einen Lebensstandard haben, möchten wir das unterstützen. Und so viele Ideen. Also ich meine, wir haben so viele Ideen darüber, was sein muss und was normal ist. Also wir sind eine fünfköpfige Familie zu Hause und wir haben keine Spülmaschine. Und die Diskussionen, die ich im Laufe der Jahre hatte mit Menschen, die mir versichern, dass das nicht geht. Leben ohne Spülmaschine ist Sklaverei, unmenschlich und nicht auszuhalten. Ich habe echte Diskussionen mit Freundinnen geführt, die sagen, das sei wirklich eine totale Zeitverschwendung und die mir versuchen zu überzeugen, das sei so sogar ökologischer, eine Spülmaschine zu haben, was Unsinn ist. Es ist kein Problem für fünf Personen zu spülen. Man braucht ein bisschen Disziplin. Man muss halt zweimal am Tag spülen, damit der Haufen nicht so groß wird und sich ein bisschen teilen. Das ist eine wunderbar schöne, monotone, simple Beschäftigung. Ich bin froh, wenn ich mal spülen darf. Da brauche ich keine Entscheidung zu treffen. Das ist irgendwie eine der angenehmsten Tätigkeiten in meinem Alltag. Also es geht mit fünf Personen ohne Spülmaschine. Nicht echt, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, oh, ich wünschte, ich hätte eine. Das sind einfach nur Ideen, die man hat. Wenn man sowas hat, dann kann man sich nicht vorstellen, dass es ohne ging. Aber wenn man es nicht hat, merkt man, das geht total einfach ohne. Also wir können unseren Konsum drosseln. Wir können auch, wenn wir schon konsumieren wollen, gucken, wo wir konsumieren, vielleicht mehr Gebrauchtes auch nehmen. Ja, wir könnten hier damit beginnen. Ich habe gestern, sagte mir eine Frau, der Frau, mit der ich den Schrein geschmückt habe, fragte mich ganz so zurückhaltend, ob ich denn wohl Interesse daran hätte, gebrauchte Kleider ihrer Jungs für meine Jungs zu haben. Ich habe gesagt, selbstverständlich. Danke, ich liebe gebrauchte Kleidung, ich nehme die gerne. Und ihr Mann habe aber gesagt, nee, das solle sie lieber nicht anbieten. Das wäre nicht okay, sowas anzubieten. Trauen wir uns sowas nicht miteinander? Ich würde hoffen, dass wir hier miteinander mit solchen Dingen anfangen können, dass wir, wenn wir schon ein neues Sofa kaufen, unser altes noch brauchbar ist, dass wir es nicht am Sperrmüll stellen, sondern im Sangha fragen, wer möchte es haben, dass wir verschenken, statt wegzuwerfen.
Und dass wir vielleicht, wenn wir was brauchen, statt es sofort zu kaufen, erstmal fragen, vielleicht hat jemand es gerade abzugeben. Also dass wir untereinander nicht so das Gefühl haben, wir sind zu stolz, uns gegenseitig Dinge zu geben. Das finde ich total schade. Und wer sich da mit diesem Thema mehr befassen kann, kann in den Workshop mit Judith nachher gehen, die sich solche Sachen anschauen wird. Auch schon bestehende Initiativen in der Welt um uns herum, aber auch eine spannende Idee für unseren Sangha hat. Okay, vierter Vorsatz. Ich fasse mich jetzt kürzer. Ehrlichkeit. Was heißt es, dieses allgemeine, breitere Gewahrsein zu haben in dem Vorsatz, mir ehrlich zu sein? Ich denke, hier geht es wirklich darum, auch uns selbst gegenüber ehrlich zu sein. Unangenehmen Tatsachen nicht auszuweichen. Es ist sehr menschlich, unangenehmen Tatsachen auszuweichen. Aber es ist nicht wirklich ein Einklang mit der Wirklichkeit. Unser Lebensstandard ist möglich auf Kosten anderer. Wir können nur so leben, wie wir leben, weil andere in Armut und Elend leben. Das ist einfach eine Wirklichkeit, der wir uns stellen sollten mehr. Wir brauchen deswegen keine Schuldgefühle zu haben, die helfen keinem, aber wenigstens uns klar zu machen, was der Fall ist, wie die Wirklichkeit ist. Und der fünfte Vorsatz, ja, die Übung von Achtsamkeit, von Gewahrsein, heißt, dass wir dieses Gewahrsein nicht nur darauf richten, wie unsere Geistesverfassung gerade sind, sondern was unser Körper macht, sondern wirklich dieses Gewahrsein für diese größeren Zusammenhänge schärfen. Dass wir wirklich wahrnehmen, welche Wahl treffe ich von Moment zu Moment und warum treffe ich diese Wahl und was für Folgen hat diese Wahl. Ganz schön fand ich eine Freundin von mir, Mokshini, aus England, eine Ordensfrau aus England, sagte, dass sie hat sehr viel in diesem Bereich auch gearbeitet. Und vieles, was ich in dem Vortrag sage, ist auch von ihr inspiriert. Mokshini sagt, sie hat jetzt angefangen, jeden Morgen nach ihrer Meditation, wenn sie vielleicht die Metta Bhavana geübt hat, sagt sie laut den Satz, möge ich heute nichts tun, was Menschen auf der anderen Seite der Welt und was künftigen Generationen schadet. Möge ich so handeln, dass ich Menschen auf der anderen Seite der Welt und künftigen Generationen nütze. Ja, um das wirklich konkret zu machen, es ist nicht nur Metta als ein nettes, warmes Gefühl, sondern möge ich heute tatsächlich das auch in meinem Handeln umsetzen. Das finde ich ganz berührend. Okay, aber ist alles nicht so einfach, oder? Was hindert uns? Was hindert uns daran, das mehr zu tun? Also ich denke, das Erste, was offensichtlich uns hindert, ist, dass wir die Folgen unseres Handelns so einfach nicht sehen. Die sind einfach unseres Blickes enthoben. Die sind konkret, die sind real, aber sie sind für uns nicht unmittelbar wahrnehmbar. Sie sind zu weit entfernt. Wenn ich einen Wutausbruch habe, sehe ich die Folgen sofort. Die Folgen auf mich selbst, die Folgen auf meine Kinder. Ich sehe sofort, was für eine Wirkung das hat. Aber wenn ich was kaufe, sehe ich die Folgen nicht sofort. Das heißt, es ist einfach Anstrengung nötig. Was ich vorhin sagte, Information und Imagination. Was uns auch hindert, ist Gewohnheit. Wir sind solche Gewohnheitstiere. Ich finde das manchmal unglaublich, was für Gewohnheitstiere sind und wie wenig Vorstellungskraft ich habe und auch andere haben. Wir können uns manchmal einfach nicht vorstellen, was anders zu machen. Ich hatte jahrelang eine Tiefkühltruhe, ja, irgendwie so ein Teil, und hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich dachte, es ist eigentlich Stromverschwendung. Ne? Also ich versuche, ne, wirklich irgendwie mit Strom achtsam umzugehen, aber ich dachte, boah, fünfköpfiger Haushalt, ich brauche eine Tiefkühltruhe. Ich meine, ich kann nicht jeden Tag Brot kaufen gehen, ich muss Brot einfrieren und meine Kinder wollen auch mal Eis essen. Ich meine, ja, es sind ja Kinder und ich brauche auch irgendwie mal Tiefkühlgemüse. Ich brauche die, das geht halt nicht ohne. Ich wünschte, ich bräuchte es nicht, aber mit fünf Leuten braucht man sowas halt. Und davon war ich echt überzeugt. Und dann ist sie irgendwann kaputt gegangen und ich hatte keine Zeit, mir eine neue zu kaufen. Die stand da kaputt rum. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Und ich wollte natürlich eine neue kaufen, weil ich brauchte die ja. Nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, das geht total ohne. Ich brauche das Ding überhaupt nicht. Ich habe jetzt einen kleinen Kühlschrank mit einem kleinen Tiefkühlfach. So, das reicht vollkommen für Eis. und ein Kartönchen Tiefkühlerbsenpasta auch noch rein und weiß ich nicht. Also habe ich nie wieder vermisst. Aber ich war wirklich davon überzeugt, man bräuchte so etwas. Also es ist wirklich, wenn man sich an was gewöhnt hat, so schwer, sich vorzustellen, wie es anders wäre. Und viele Dinge sind so viel einfacher, als man es sich denkt.
Man muss sie mal probieren. Autofahrer sind da notorisch. Menschen, die viel Auto fahren, können sich absolut nicht vorstellen, dass man Fahrrad fahren kann oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da muss ich ja zweimal umsteigen, da bin ich ja den ganzen Tag unterwegs. Manchmal, wenn man das ganz nüchtern durchrechnet, sind Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unter dem Strich. Ja, wenn man die Parkplatzsuche mit einrechnet, den Stau mit einrechnet, sind sie manchmal gar nicht so viel länger. Aber dafür manchmal echt angenehmer, weil ich in der Zeit ein Buch lesen kann. Ja, so wirklich sich mal zu trauen, es anders zu probieren. Ein weiterer Grund, eine weitere Sache, die uns hindert, ist der schöne innere Schweinehund. Trägheit, die wir alle kennen. Ich kenne Trägheit, ich habe einen ungeheuren inneren Schweinehund. Wenn ich mich mal einmal für was entschieden habe, kann ich das so machen, aber manchmal einfach Verhalten zu ändern, boah, diese Widerstände. Alles Neue, jede Verhaltensänderung kostet Energie, kostet Willenskraft. Seit Jahren will ich weniger Auto fahren und mehr Fahrrad fahren. Ich hatte immer Gründe, warum das schwer war. Meine Kinder waren noch klein, die mussten noch von der Schule abgeholt werden. Gott, jetzt sind die endlich so groß, dass die alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Und ich fahre seit ein paar Monaten ganz viel Fahrrad und nicht mehr viel Auto. Und das macht so eine Freude. Ich weiß noch, in den Zeiten, wo ich weniger Fahrrad gefahren bin, wenn es so ein bisschen öseliges Wetter ist, ah, nee, oder heute kann man nicht Fahrrad fahren. Aber wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann ist ein paar Tröpfchen, dass es wirklich solide regnet, ist gar nicht so oft in Deutschland. Meistens ist es nur so ein bisschen regnerisch. Damit kann man umgehen, auch auf dem Fahrrad. Oder Bankenwechsel. Wir haben vor Jahren schon alle unsere Banken hier im Verein geändert, aber, und ich wollte das privat auch machen, aber es hat mich Jahre gekostet, endlich die Energie zu haben, mir die Zeit zu nehmen, unsere Bank zu wechseln zu einer ethischen Bank. Warum? Ja, da muss ich alle Überweisungen ändern, da muss ich alle Einzugsermächtigungen ändern, oh, dieser Stress, und dann muss ich mich auch entscheiden, welche der ethischen Bank ich nehme. Es hat mich ein paar Stunden gekostet. Ja, es hat mich nicht mehr Zeit gekostet, als es mich kostet, wenn ich mich mit einer Freundin intensiv für ein paar Stunden treffe. Aber die Erleichterung, die ich hatte, als ich endlich das Gefühl hatte, mein Geld fließt nicht mehr in all diese Sachen, die ich wirklich nicht finanzieren will, die Freude und die Erleichterung war so groß, dass ich es euch nur ans Herz legen kann, das möglichst bald zu tun. Geiz. Geiz ist ein Grund, der uns hindert. Ethische Produkte kosten manchmal mehr, nicht immer, aber manchmal. Und was mir manchmal hilft, aber auch nicht immer, aber was mir manchmal hilft, ist mir wirklich vorzustellen, wenn ich die Menschen, die das produziert haben, hier vor mir sehen würde, wenn die in meiner Straße leben würden, wenn ich mit ansehen würde, warum das Produkt billiger ist als das, würde ich es dann kaufen wollen? Oder tue ich das nur, weil ich es halt nicht vor meiner Nase sehe? Das hilft mir manchmal, mir den Ruck zu geben, zu sagen, ja, aber okay, der Kaffee kostet 2 Euro mehr, aber willst du wirklich das hier finanzieren? Willst du wirklich Kinderarbeit finanzieren? Willst du Gift finanzieren? Ein weiterer Grund, den möchte ich mir genauer anschauen, was der uns hindert, ist Perfektionismus. Ich finde Perfektionismus ein ganz spannendes Feld. Viele Menschen sind perfektionistisch. Frauen vielleicht sogar noch mehr als Männer, da bin ich nicht sicher, aber ist mein Eindruck. Perfektionismus ist absolutes Gift für das spirituelle Leben. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssten alles richtig machen, ist es so überwältigend, dass wir es gar nicht anfangen werden. Ob das im privaten oder in der persönlichen Ethik ist oder in einer mehr globalen Ethik. Perfektionismus kommt aus einer Art Idealismus. Ich möchte Sachen richtig machen, aber es macht so viel kaputt, weil wir denken, entweder mache ich es ganz oder ich brauche es gar nicht zu machen. Und ganz oder gar nicht ist der Tod von spiritueller Praxis. Besser, ihr macht irgendetwas halb, als ihr macht es gar nicht. Besser, ihr macht sogar nur ein Tausendstel, als ihr macht es gar nicht. Lasst euch nicht von Perfektionismus die Freude an eurer ethischen Praxis vergällen. In Ethik zählt jede einzelne Entscheidung, die wir treffen. Jede noch so kleine Entscheidung trägt bei, ja, zum Wohle anderer oder zum Schaden anderer. Das heißt, ich möchte euch Mut machen, Mut zur Inkonsequenz. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber bitte habt Mut, inkonsequent zu sein. Weil wenn wir denken, wir müssen immer konsequent sein, dann werden wir bestimmte Sachen erst gar nicht anfangen, weil wir es noch nicht schaffen, konsequent zu sein. Zum Beispiel, für mich ist ein Arbeitsfeld Veganismus. Ich bin seit Jahrzehnten Vegetarier, aber ich bin immer noch nicht Veganer. Aber ich bekenne mich dazu, dass ich Veganismus ein echt spannendes Ideal finde. Ich wäre gerne Veganer. Ich würde gerne vegan leben. Ein bisschen schwieriger, wenn man in einer Familie lebt, dann kann man so die Entscheidung auch nicht immer ganz alleine treffen.
Ich bin inzwischen bekennender Veganisierer. Ja, und ich finde, das hat einen Wert. Ich bin ein bekennender Veganisierer und ich möchte diese Kategorie einführen, der Veganisierer. Veganisierer sind Menschen, die wirklich sagen, Veganismus ist gut, ich schaffe das noch nicht, aber ich versuche es immer ein bisschen mehr. Ja, wenn ich jede zweite Mahlzeit vegan einnehme, dann habe ich die Hälfte nur Leid erzeugt. Ja, das ist eine Menge. Ja, die andere Hälfte ist noch nicht vegan, aber die eine Hälfte ist schon vegan. Ja, Mut zur Inkonsequenz. Wenn ich Lasagne mache, dann mache ich meine Bechamelsoße mit Sojamilch und dann kommt Käse oben drauf. Ja, ist inkonsequent. Sonst essen die Kinder das nicht. Aber ist doch okay. Ist doch okay. Ist doch besser, als wenn ich gesagt hätte, scheiß drauf, ich probiere es erst gar nicht. Ja? Also Mut zur Inkonsequenz. Wir sind so verflochten mit unserem Wirtschaftssystem. Ich meine, das meine ich ganz ernst. Wir sind so verflochten mit unserem Wirtschaftssystem, dass wir sowieso keine Chance haben, alles richtig zu machen. Wenn wir versuchen, alles richtig zu machen, wir hatten diese Diskussion vor wenigen Tagen in unserer Studiengruppe, dann werden wir wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr bewegen, weil alles, was ich tue, ist verquickt mit irgendwelchen, mit diesem Wirtschaftssystem, was schädlich ist für andere Menschen. Wir brauchen nicht paranoid zu werden. Wir werden es nie perfekt hinkriegen, aber das ist egal. Jeder Moment, jeder kleinste Moment, in dem wir unseren Blick für andere öffnen können, in dem wir unser Herz für andere öffnen können und in dem wir eine kleine Handlung, uns für eine kleine Handlung entscheiden, die weniger Leid verursacht, jeder dieser Momente ist kostbar. Wir brauchen nicht dogmatisch zu werden, wir brauchen nicht fundamentalistisch zu werden. Im Gegenteil, das macht vieles kaputt. Ich komme jetzt gleich zum Ende, aber noch nicht ganz. Letzter Punkt, der wichtig ist, warum es uns so schwer fällt, diese dritte Dimension mehr zu üben, ist, es ist so überwältigend. Ja, und ich denke, wir fühlen uns oft, wenn wir an solche Sachen denken, wie Klimawandel, wie ökonomisches System. Ich fühle mich oft überwältigt, ich fühle mich hilflos und habe das Gefühl, ich weiß nicht, ich verstehe so viele Zusammenhänge nicht. Wenn ich anfange hinzugucken, das ist ein Fass ohne Boden und wenn ich genauer hingucke, dann ist das so schrecklich, dass ich das ganz schwierig finde, überhaupt auszuhalten. Und mit dieser Thematik befasst sich eine buddhistische Aktivistin aus Amerika, Joanna Macy. Vielleicht haben viele den Namen schon mal gehört. Joanna Macy ist eine Buddhistin, auch buddhistische Akademikerin und Praktizierende und eben Aktivistin. Und hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, wie wir mit diesem Schmerz umgehen, mit diesem Leid, was wir empfinden, wenn wir tatsächlich uns die Welt um uns herum wagen, genau anzuschauen. Und ihr Ansatz ist, sich diesem Leiden ganz aktiv zuzuwenden. Also nicht zu denken, oh, ich dürfte nicht leiden. Sie sagt im Gegenteil, zu leiden, wenn man sich den Zustand der Welt anschaut, ist kein Zeichen von Schwäche, das ist einfach ein Zeichen von gesundem Empfinden. Die Reaktion eines gesunden, empfindungsfähigen Menschen. Und sie hat bestimmte Workshops entwickelt, die sie nennt die Arbeit, die wieder verbindet, die uns wieder verbindet oder auch Tiefenökologie. Und in diesen Workshops lernen Menschen, sich diesem Schmerz zuzuwenden und durch ihn hindurchzugehen und daraus Kraft zu schöpfen für Verhaltensänderung. Das heißt, Schmerz, Hilflosigkeit, Überwältigung muss uns nicht lähmen, sondern kann im Gegenteil, wenn wir uns wagen, uns dem zuzuwenden, Kraft freisetzen für Veränderung. Und wer das mehr erforschen möchte, kann heute Nachmittag in den Workshop von Horst gehen, der einen Workshop machen wird zum dem Thema Tiefenökologie, nach inspiriert von Joanna Macy. Sangharakshita sagt zu dem Thema Hilflosigkeit, hier in dem Zusammenhang wieder mit Atomkrieg, aber ich denke, es lässt sich genauso übertragen auf Kapitalismus, Klimawandel und sonstige Themen. Aber wenn wir die Möglichkeit, die vielleicht wachsende Wahrscheinlichkeit des atomaren Holocaust betrachten, sollten wir dem schieren Entsetzen vor dieser Aussicht nicht erlauben, uns genauso zu lähmen, wie erschrockene Kaninchen vom Scheinwerferlicht eines nahenden Autos zur Bewegungsunfähigkeit gebannt werden. Der Buddhismus glaubt ebenso wie der Humanismus, dass vom Menschen geschaffene Übel, so wie viele von ihm nicht geschaffene, auch vom Menschen geheilt werden können. Es hat schon große Änderungen gegeben. Ja, manchmal denken wir, die Welt ist so stabil, man kann nichts ändern. Aber wir haben schon so viel geändert. Ja, wenn man Menschen vor 1000 Jahren gesagt hätte, dass ein Land wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern regiert wird durch eine Regierung, die dadurch entstanden ist, dass jeder ein kleines Zettelchen bekommt, wo er ein Kreuzchen macht und das abgibt in einem Wahlkasten und dass einfach 80 Millionen Menschen eine Regierung wählen können. Die Menschen hätten gesagt, das ist Utopie, das geht gar nicht, so kann Macht nicht funktionieren.
Aber das Wahlrecht ist entstanden. Ja? So bestimmte große Änderungen haben wir als Menschheit vollzogen. Hätten wir vor ein paar hundert Jahren Menschen gesagt, dass es eine Welt ohne Sklaverei geben könnte, hätten die gesagt, das geht gar nicht. Ja, das ist unmöglich, das ist einfach, wie das ist. Aber nein, die Sklaverei wurde zumindest in den Gesetzen abgeschafft, wenn auch nicht immer in der Wirklichkeit. Das heißt, Änderungen sind möglich. Die Welt ist gar nicht so fest, wie wir denken. Unser Einfluss kann auch große Änderungen auslösen. Und damit möchte ich zu dem letzten Teil kommen, den ich sagen möchte, der mir besonders wichtig ist. Denn der Vortragstitel war nicht Ich und meine Praxis als Kraft des Guten in der Welt, sondern Sangha als Kraft des Guten in der Welt. Das heißt, ich möchte mehr schauen, welche Wirkung kann Sangha haben in dieser Dimension von weiterer Ethik. Dieses Gefühl von Überforderung, boah, das schaffe ich nicht, das ist so komplex und so viele Themen damit verbunden, wie soll ich das schaffen? Ich brauche das nicht alleine zu tun. Ja, ich muss nicht ich, Jnanachandra, als einsamer Held losziehen und plötzlich alles ändern in meinem Leben. Ich bin in einer Gemeinschaft. Ich muss mich nicht all diesen Problemen alleine widmen. Ja? Das wäre kein Wunder, wenn ich mich dann überwältigt fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt alleine irgendwie lösen. Sondern es gibt viele, viele andere in der Welt da draußen, die sich schon mit vielen dieser Themen befassen. Es gibt schon sehr, sehr positive Ansätze, mit denen ich mitwirken kann, die ich unterstützen kann. Und wir haben auch hier im Sangha eine Möglichkeit, uns miteinander zu vernetzen, uns gegenseitig zu unterstützen. Wir können eine globale Ethik als ein kollektives Projekt angehen, in dem wir miteinander uns unterstützen, uns austauschen, uns dabei helfen. Es gibt sowieso schon einige wunderbare Initiativen aus dem Sangha, die nach außen wirken, die altruistischer Natur sind, wie zum Beispiel Karuna, die auch unten heute einen Stand haben, oder der Hospizdienst Mandala, der aus Initiative unseres Sanghas entstanden ist. Aber auch mit diesen allgemeinen Themen, wo es um Konsum geht und Ethik des Konsums. Wir brauchen einander, wir können uns gegenseitig unterstützen. Ich kann das nicht alleine. Ich brauche Nagadakni, die mich erinnert, dass Tomaten nicht im Winter wachsen. Ja, und ich brauche meine Tochter, die mich vor ein paar Tagen darauf hinwies, dass Mayonnaise auch aus Eiern gemacht wird, was ich eigentlich wusste. Aber es war auf meiner inneren Checkliste nicht drin. Ja, ich brauche andere Menschen, die mich liebevoll, nicht irgendwie tadeln, aber die mir liebevoll helfen, mir bewusster zu machen, was ich eigentlich tue. Ja, also lasst uns unsere ethische Übung vertiefen und ausweiten und uns einander gegenseitig dabei unterstützen, uns bestärken. Wir können, viele von uns in den Studiengruppen, wir können in Studiengruppen diese Sachen besprechen. Wir können uns austauschen. Wie haltet ihr das mit dem Einkaufen? Wo bezieht ihr euren Strom? Warum macht ihr das so? Wir können in den Studiengruppen uns tatsächlich auch unsere Erfolgserlebnisse berichten und uns gegenseitig inspirieren und anspornen. Wir können die Fragen dharmisch beleuchten. Also nicht nur als eine Checkliste, was tue ich als guter Weltbürger, sondern wirklich schauen, was sind die dharmischen Prinzipien? Warum fällt das so schwer, auf Konsum zu verzichten? Es gibt eine kleine Initiative seit einigen Monaten um Pia, die hier vorne sitzt. Unsere Heldin Pia. Heldin deswegen, weil sie bislang nicht besonders viele Mitstreiter im Sangha hat. Sie hat versucht, eine kleine Gruppe zu gründen von Menschen, die sich mit diesen Themen befassen, die zum Beispiel uns mit denen helfen, auch noch mehr unser Zentrum nachhaltiger zu betreiben und die helfen, diese Themen mehr in den Sangha zu tragen. Und mir blutet das Herz, wenn ich höre, dass hier manchmal nur mit ein, zwei anderen Leuten sitzt, weil so wenig Mitstreiter bislang sich gemeldet haben oder jedenfalls erschienen sind zu den Treffen. Es wäre schön, wenn so eine Gruppe sich bilden würde und wirklich auch einen Einfluss nehmen würde in unserem Zentrum, um das Gewahrsein in unserem Sangha zu wecken und wach zu halten, um vielleicht Aktionen zu initiieren. Vielleicht eine Buddhisten wechseln zu grünen Stromaktion. Ja, jede Studiengruppe 3 Stromwechsler. Ja, oder jeder findet einen Nachbar. Ja, und dann erzählen wir es uns. Und dann zählen wir, wie viel, weiß ich nicht, CO2 wir eingespart haben, kollektiv. Ja? Und wir können einfach uns helfen hier, indem wir mehr Informationen austauschen. Ich habe keine Zeit, alles zu recherchieren. Ich habe keine Zeit, mich mit den komplexen Facetten der Bekleidungsindustrie zu befassen. Aber manche hier haben das getan. Und wir können diese Informationen mehr austauschen. Wir können uns helfen, uns zu beflügeln, uns unsere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir ethischer leben können. Und ich wäre wirklich dankbar und froh, wenn das ein Teil unserer Kultur würde, diese Themen gemeinsam zu erforschen. Ja, dass wir es wirklich wagen, auch einander zu befragen. Oh, du warst im Urlaub auf Bali? Und ich denke,
aufpassen, dass wir, was wir vermeiden müssen, ist ein erhobener Zeigefinger. Ja, ich will keine Kultur von jetzt lauter Ökopolizisten, die herumlaufen und sagen, wisst ihr was, in Bali auf Urlaub? Es geht aber nicht als Buddhist. Ja, also das ist nicht, was ich möchte. Es geht nicht um einen erhobenen Zeigefinger. Das machen wir ja auch nicht in unserer privaten Ethik. Wenn wir in Studiengruppen über Ethik sprechen, das ist sehr sensibel. Da ist viel Respekt voneinander, viel Liebe, viel Verständnis für unsere Unvollkommenheiten. Es geht nicht um einen erhobenen Zeigefinger, sondern um einen echtes Erforschen und ein echtes einander helfen, tiefer zu gehen. Mit Metta, mit ganz viel Metta. Und was ich auch vermeiden möchte, ist Zynismus. Ich denke, was oft passiert ist, wenn Menschen versuchen, ihr Verhalten zu ändern, dass sie schnell auf eine Wand von Zynismus und Verunsicherung oder sich verunsichern lassen. Wir hatten vor einiger Zeit in unserem Zentrumsteam ein Gespräch, wo Sangha Darshini berührend erzählte, den Einsatz, den sie leistet, um, wenn sie nach England fährt, Ordensmitglieder fahren auch nach England, zu Treffen, Retreats, dass sie immer den Zug nimmt und nicht mit dem Flugzeug fährt. Und das dauert länger, das ist sogar auch noch absurderweise teurer, man muss früher aufstehen, es ist unbequemer, aber sie tut das immer. Und was ich ein bisschen schade fand, war, dass dann jemand anders sagte, ja, aber die Hochgeschwindigkeitszüge, die sollen ja noch schlimmer sein als die Flugzeuge. Also dass das gleich sozusagen wieder ein bisschen kaputt gemacht wurde. Ich habe mich dann zu Hause hingesetzt und habe recherchiert und es stimmt nicht. Selbst Hochgeschwindigkeitszüge, wie heißt der, der da durch den Tunnel fährt, Eurostar, selbst die sind in der Ökobilanz sehr, sehr viel besser als ein Flug. Ja, also lasst uns nicht gegenseitig, wenn wir kleine Dinge machen, uns die kaputt machen, indem wir gleich sagen, ah, bringt ja alles nichts, das ist ja genauso schlecht. Ja, sondern lasst uns helfen, tiefer zu gehen, erste Schritte zu machen. Und lasst uns einen Geist von Freude dabei haben, von Metta. Ja, wir setzen Impulse für eine Welt, die unseren Werten mehr entspricht. Es geht nicht darum, dass wir uns kasteilen und jetzt alle irgendwie uns nichts mehr gönnen, sondern es geht darum, Spaß zu haben. Auf eine Weise, was wir wissen, wir tragen zu der Welt bei, die wir haben wollen. Ja? Unsere Veganer hier, die sind sehr aktiv und die scheinen eine Menge Spaß bei ihren veganen Brunchs zu haben. Und also die sind jedenfalls öfter in Cafés unterwegs als ich, so nach, wenn ich all die Flyer sehe, die da an der Sangha-Wand hängen, wo es alles vegane Cafés gibt. Die amerikanische Kulturanthropologin oder Ethnologin Margaret Mead hat gesagt, wo habe ich sie denn? Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe intelligenter, engagierter Bürger die Welt verändern kann. Es ist sogar das Einzige, was sie je geändert hat. Ja? Lasst uns nicht daran zweifeln, dass eine kleine Gruppe intelligenter, engagierter Bürger die Welt verändern kann. Die Welt lässt sich nur so verändern. Und sind wir das hier nicht? Sind wir hier nicht eine kleine Gruppe intelligenter, engagierter Bürger? Würde ich doch mal denken. Wir sind hier ein paar hundert Menschen in Essen und Umgebung, in unserem Triratna Sangha in Deutschland. 140 Mitras in Verbindung mit diesem Zentrum. Heute Abend sind es 150. Um die 20 Ordensmitglieder, hunderte anderer Menschen, die auch praktizieren ernsthaft, auch wenn sie nicht Mitras sind. Intelligente, engagierte Bürger, die zusätzlich auch noch aufrichtig motiviert ein ethisches Leben führen, die zusätzlich geleitet sind von tiefem buddhistischen Verständnis für bedingtes Entstehen, die zusätzlich in lebendigem Austausch miteinander stehen. Wir haben hier schon eine Community, wir haben eine Gemeinschaft, wir stehen in Verbindung miteinander. Was für eine fantastische Ausgangssituation. Lasst uns das nutzen. Lasst uns darauf vertrauen, dass das einen Unterschied machen kann. Dass das kein Tropfen auf dem heißen Stein ist, sondern dass unsere Praxis wirklich die Welt berühren und verändern kann. Mein Freund von mir, Vadaka, ein Ordensmitglied, der in Estland lebt, hat ein Buch gerade geschrieben, ist noch nicht veröffentlicht, erscheint im Frühling. Ich weiß gar nicht mehr den Titel, aber es ist eine buddhistische Kritik des Kapitalismus. Und er hat zu dem Thema hier auch schon zwei Vorträge gehalten. Und er sagte, ein Zitat hat mich echt fasziniert. Er sagte, es gibt einen slowenischen Kulturkritiker, der gesagt hat, das ist ziemlich aufwühlend, er sagte, in gewisser Weise ist Buddhismus die perfekte ideologische Ergänzung für Kapitalismus. Das sollte er nicht sein, aber das ist er. Und zwar, was er argumentiert ist, er sagt, Kapitalismus, und wenn wir verstehen, was für unheilvolle Dynamiken da sind, was für Leid da entsteht, dann entsteht bei uns Stress und Überwältigung. Und falsch gelebter Buddhismus kann eine Weise sein, sich daraus rauszuziehen, sozusagen sich eine kleine Nische zu schaffen, in der ich mich wohlfühle, in der ich meinen Geist beruhige und mich von der äußeren Welt abzukoppeln. Und wenn wir Buddhismus so üben,
dann wird Buddhismus die perfekte Ergänzung zum Kapitalismus. Und das will er eigentlich nicht sein. Das will er definitiv nicht sein. Und lasst uns helfen, dass unser Buddhismus das nicht ist, das nicht wird. Wir wissen, jeder von uns weiß, dass wir uns verändern können. Jeder hat das schon am eigenen Leib erfahren. Wir können uns selbst verändern. Mein Wunsch ist, dass ich Teil einer Gemeinschaft bin, in der die Menschen auch wagen zu glauben, dass diese Veränderung ausstrahlen kann und ausstrahlen wird. Dass wir nicht nur uns verändern, sondern immer mehr auch die Welt um uns herum verändern. Und dass deswegen Sangha wirklich auch eine Kraft des Guten in der Welt werden kann. Und dazu lade ich euch ein, dass wir das gemeinsam mehr erforschen können.